Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Schütz. Die Dreschmaschine. Am frühen Morgen, ehe es noch recht tagte, brachte die Zugmaschine des Kiesgrubenbesitzers sie her. Und der Monteur hat noch kaum den Anschluss an die Stromleitung fertig, als schon die ersten Wagen anrumpeln. Dann beginnt der Elektromotor zu surren, das Getriebe wird eingeschaltet, das rasselnde, klappernde Maul frisst die erste Garbe und das erste Korn des Jahres rollt schwer und glatt in den Sack. Unersättlich hat das große Tier die Garben verschlungen, bis der Mann im ölfleckigen Kittel den Bauern etwas zuschreit und dann langsam den Hebel zur Seite drückt. Die Maschine rattert aus, verstummt. Es ist Mittagszeit und jeder hat es eilig, heimzukommen, wo Essen und Trinken auf ihn warten.